Applaus, meine Damen und Herren! Mit speziell weiblicher Note zum Weltfrauentag. Sehr gut gemacht. Ich hab's gespürt. Willkommen zurück bei TV Total. Na, wie sieht's aus? Hat hier jemand Bock auf einen Döner? Ja. Döner? Willst du einen Döner? Dann ist das ein Fall für... Dönermann! Jungs, hey, stopp! Hallo! Nicht reinbeißen! Hallo! Hallo! Brauchst du den Döner noch? Brauchst du den? Nö. Kann ich den haben? Natürlich. Ja, super cool. Sorry, ne? Und zurück im Studio! Du hast den Döner, ne? Hier! Guten Appetit mit speziellen Grüßen vom Dönermann! Überhaupt kein Ding! Schön mit Zwiebeln und Schaf! Dönermann bringt Döner. Der ist so gut, dieser Dönermann. Der ist so gut. Guten Appetit an dieser Stelle. Wir haben Grund zu feiern. Ja, meine Damen und Herren, das haben wir, denn wir haben unseren Song für den ESC gefunden. Hohoho. Lord of the Lost. Hört sich an wie das Motto der Deutschlandteilnahme beim ESC. Ist aber eine Band. Und die haben mit dem Song Blood and Glitter, klar, alles weggerockt, was bei drei auf der Bühne war. Nur, wie ich finde, die Berichterstattung, also die hinführend zur Show, die war ein bisschen dürftig. Und soeben hat uns noch diese Nachricht erreicht. Die Rockband Lord of the Lost hat den deutschen Vorentscheid zum European Song Contest gewonnen. Die Musiker setzten sich in Köln gegen 7 andere Bewerber durch. Sie werden Deutschland dann beim Finale am 13. September in Großbritannien vertreten. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war alles falsch. Alles. Ich glaube, das Einzige, was richtig war, war Köln und das Wort hat. Weil es heißt Eurovision Song Contest. Ja? Und der ist am 13. Mai. Mai, nicht September, Mai. Wobei ich es wieder witzig finde, weil das falsche Datum anzugeben, ist eine gute Idee. Da bleibt vielen, vielen Fernsehzuschauern einiges erspart. Lord of the Blood and Glitter. Ich muss mir unbedingt das Album runterladen. Haben die schon ein Album oder ist das das einzige Lied, was sie haben? Ja, ist geil. Oh, als Klingelton brauche ich das. So, der Vorentscheid selber war wie immer eine Mördershow, perfekt moderiert von Barbara Schöneberger. Nur an einer Stelle hat sie mich verwirrt. Da bin ich nicht mehr mitgekommen. Es hatte was mit Zahlen zu tun. Wir haben heute Abend im Rennen 8 Mega-Acts. Es sind übrigens nur 8. Eigentlich waren 9 geplant, aber Frieda Gold musste leider krankheitsbedingt absagen. Gute Grüße, gute Besserung gehen zu Frieda raus. Die kann leider heute nicht mit dabei sein. Das ist schade. Aber wir haben 7 tolle Acts. Was? Es waren mal 9, dann waren es 8, aber es sind 7. Ja. Waren es jetzt 7 Kandidaten oder 3? Ich weiß es nicht. Ich komme da durcheinander. Es geht ja aber bei dieser Show nicht ums Zählen, sondern um die gesanglichen Talente, ja, die Deutschland entsprechend vertreten. Und da war was dabei. I remember staying up all night, talking dreams and aspirations under the midnight sky, so yeah. Man kann doch nur singen, wenn man singen kann. Wo sie recht hat, hat sie recht. Und warum hockt er auf einem Felsen? Ist das der Fels der Schande? Musste er da hocken? Der singt so schlecht, macht ihn mal auf den Berg. Damit jeder sieht, hören tun es ja alle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so die beste Idee von ihm war, Sänger zu werden. Vor allem, wenn man so nuschelt. Also wenn du merkst irgendwann, Till Schweiger spricht klarer als du selbst, dann musst du deine Karriere überdenken. So, aber er war ja natürlich nicht der einzige Sänger. Das Blöde ist nur, besser wurde es nicht. Und da war mein erster Gedanke, war das jetzt Gesang oder mein Tinnitus? Ich komme da immer durcheinander. Ja? Vor allem, wenn er so singt.
Lieber Will Church, richtig geht das so. War das Andreas Gabalier? Sieht gut aus, ne? Jetzt nach der Diät. Viele Katzen haben sich übrigens nach dem Ton 9-mal aus dem Fenster gestürzt. So, aber irgendwie ist das nicht das Niveau, das wir Deutschen mal hatten, oder? Also wir waren noch mal wer beim ESC. So. Und das Schlimme ist, jetzt werden sogar ehemalige ESC-Heldinnen, die werden einfach irgendwo hinten versteckt. Ja? So, dass man sie nicht mehr findet. Wie Katja Epstein zum Beispiel. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber heute ist hier im Publikum bei uns Katja Epstein. Da sitzt sie. Kommen Sie raus, Katja. Dann gehe ich rein. Darf ich mich ganz kurz auf Ihren Platz setzen? Katja! Guten Abend, du bist toll. Hallo. Willst du nicht hier? Die konnte mich verkriechen. Die hatte ja einen Mörderspaß. Ich wollte mich nur verkriechen. Was hat er gespielt? Epstein, Epstein, alles muss versteckt sein. Sie kommt nicht raus. Ich gehe da rein. Was war das? Schau, was ist los? Wollte mir jemand da gerade auffallen, Thorsten? Ja. Katja Epstein, vor allen Dingen, was sagt sie da? Reihe 27? Irgendwo beim ESC-Vorentscheid? Shame on you, ARD. Das macht man nicht mit Katja Epstein. Ist ja schlimmer als der MDR mit dem Bob Marley-Skandal.